Nach dem gestrigen heftigen und impulsiven Abverkauf bleibt auch heute die Nervosität an den Aktienmärkten hoch. Wir haben zwar heute zunächst mal eine doch sehr deutliche Erholung gesehen. Ein Teil der Verluste wurde gestern dann, oder ein Teil der Verluste von gestern wurde dann heute zunächst mal wieder aufgeholt. Aber dann kam eine Meldung, die die Aktienmärkte wieder nervös gemacht hat. Und diese Meldung wollen wir uns mal anschauen. Es waren die Zahlen aus Florida in Sachen Covid-19-Fälle. Da haben wir einen Anstieg von 2,8% zu dem vorherigen Tagesdurchschnitt. Es geht also mit den Zahlen in einigen US-Bundesstaaten wieder nach oben. Und es ist eben nicht nur so, es ist auch so, aber nicht nur so und erklärt nicht vollgültig, dass die zahlreicheren Tests, die Amerikaner inzwischen durchführen können, dass die diesen Anstieg erklären. Das hat auch andere Gründe, wie hier der Miami Herald zeigt, in einer ausführlichen Analyse, die wir uns jetzt schenken wollen, können Sie selber, vielleicht wenn Sie Zeit und Lust haben, nachlesen, sehr fundiert. Jedenfalls ist das etwas gewesen, was dann zu einem doch zeitweise sehr heftigen Abverkauf geführt hat. Insgesamt sehen wir, dass die Amerikaner gestern 22.000 Fälle gemeldet haben, also praktisch Stand Donnerstag. Und das ist das, was an der Wall Street nach wie vor für Sorgenfalten sorgt. Wenn wir uns mal insgesamt den Vergleich anschauen zwischen den verschiedenen Ländern, sehen wir, dass Brasilien und die Vereinigten Staaten ganz oben sind. Dann kommt Indien und Russland. Wir haben in England eine eher positive Entwicklung, was die Corona-Zahlen betrifft. Aber Brasilien, Russland, Mexiko, Indien, das sind jetzt so die Hotspots. Brasilien hat jetzt über 800.000 Fälle inzwischen. Larry Kudlow, der Wirtschaftsberater von Donald Trump, hat gesagt, es gibt keine Evidenz für eine zweite Welle. Naja, schauen wir uns mal an, was eigentlich dann an den Märkten zuletzt passiert ist. Wir hatten ja gestern einen Abverkauf von mehr als 5% in allen US-Indizes, selbst der Nasdaq, aber auch der S&P, der Dow Jones und vor allem der Russell, der über 7% gefallen waren auf Future-Basis. Und das hatten wir schon viermal im März auch gesehen. Und jedes Mal haben wir dann zumindest eine Erholung gesehen. Am 16. März ging es 12% nach unten. 17. März dann 6% Gegenreaktionen, Gegenkonter der Bullen. 12. März minus 9,5. Dann ging es am nächsten Tag 9,3% nach oben. Gestern ja dieser Fall im S&P 500 von minus 5,9%. Was wird es heute? Wie gesagt, es ist eine ziemliche Achterbahnfahrt, die derzeit jetzt wieder positiv ist. Aber wir müssen mal schauen, wie die ganze Geschichte hier der Fall sein wird heute Abend. Insgesamt sagte Troy Bombardier, haben wir jetzt 38% der S&P 500 Aktien haben ein Verkaufssignal generiert. Und das war in der Vergangenheit kein gutes Zeichen. Das war zumindest in der kürzeren Zeitperspektive dann so, dass meistens sehr starke Volatilität geherrscht hat. Damit würde ich auch jetzt für den Juni rechnen. Wir haben ja vorher den Glauben gehabt, alles ist in Ordnung. V-mäßige Erholung der Konjunktur, Notenbank mit dieser immensen Liquidität, kann nichts schief gehen. Dann jetzt eben gestern dieser Sell-off nach den zumindest etwas nachdenklicheren Aussagen von Jerome Powell auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben jetzt diesen Corona-Sorgen in den USA, die nicht weggehen wollen. Wenn wir uns mal anschauen, was da passiert ist gestern, dann sehen wir, dass es die bestperformenden Aktien seit dem März-Tief, am 23. März war ja das Tief erreicht, da haben diese Aktien, die zuvor am deutlichsten gewonnen haben, gestern durchschnittlich 12,45% verloren, während die schlechtesten Performer seit dem März-Tief gestern nur minus 5,94% verloren haben. Wir sehen also, dass das hier Gewinnmitnahmen waren, vor allem von denjenigen, die auf immens positiv gelaufenen Werten saßen und keine Lust hatten, dass das so nochmal ins Minus läuft. Wir sehen heute wieder diese Paranoia an den Märkten, Herz, dieser insolvente Autoverleiher, heute wieder die Aktien 50% höher und das, obwohl hier die Firma ankündigt, bis zu 1 Milliarde neue Aktien herauszugeben. In der Regel sind diese Aktien schon von Anfang an wertlos. Dennoch steigt die Aktie, weil ein paar in Privatkunden, vor allem in den USA, auf diese Aktie raufspringen. Mohammed El-Adian sagt jetzt treffend, das zeigt ganz deutlich eben diese Entkoppelung zwischen der Wirtschaft und den Finanzen. Und das ist genau das, was sozusagen
die Dinge auf den Punkt bringt. Das ist wie ein Symptom für ein allgemeines Phänomen, dass wir derzeit sehen, dass in bankrotten Aktien solche Bewegungen stattfinden. Und das zeigt so ein bisschen die Mentalität derzeit. Insgesamt kann man sagen, wir hatten ja die längste ökonomische Expansion, zumindest in den USA, jemals. Dennoch haben wir eine Rekordverschuldung der Unternehmen. Dennoch haben wir die extremsten Bewertungen in der Geschichte der USA. Wir haben die ungünstigsten wirtschaftlichen Konditionen in 40 oder seit 40 Jahren. Und wir haben eben diesen Rekord-Disconnect zwischen Aktien und Fundamentaldaten. Kann das gut gehen? Das ist die Frage. Die Märkte glauben ja, denn wir haben hier einige Herrschaften, die offenkundig so ein bisschen an der Uhr drehen. Schauen wir uns mal an, was bis 2017 passiert ist und was dann passiert seit 2017 verstärkt. Das, was ich als Asienrampe immer bezeichne, das heißt, das ist meistens im späten asiatischen Handel werden die Futures nach oben gedrückt auf Basis geringster Liquidität. Das war bis zum Jahr 2017 anders. Hier sehen wir eben die Overnight Sessions. Hier in der diese unterste Linie hier sehen wir, dass bis 2017 eigentlich die Gewinne fast immer in der regulären USA-Session kamen, während es dann eher nach unten ging, nachdem die Amerikaner der Kassahandel fertig war. Und seit 2017, hier sieht man das, geht das genau in die andere Richtung. Da geht es massiv nach oben. Und hier sehen wir, dass wir jetzt eigentlich, wenn wir jetzt diese Übernachtrampen nicht hätten, diese Asienrampen nicht hätten, dann wäre der S&P 500 nicht im Plus. So ist er aber im Plus, weil eben die Gewinne über Nacht erzielt werden. Das ist sozusagen diese Ramp, Overnight Ramp, wie die Amerikaner sagen. Ich sage Asienrampe, weil es eben meistens im asiatischen Handel passiert. Aber wir haben ein Riesenargument der Bullen natürlich. Wir haben ein Bärenargument, das sind die Fundamentaldaten. Wir haben ein Bärenargument, das ist die Corona-Krise. Und wir haben ein massives Bullenargument, das JP Morgan hier auf den Punkt bringt, indem man sagt, naja, wenn wir uns mal anschauen, wie unterinvestiert vor allem größere Investoren nach wie vor sind, und das sehen wir hier in dieser unteren Grafik, da sind sozusagen die Positionierungen, was die institutionellen betrifft, nach wie vor nicht wirklich extrem, jedenfalls unter dem Niveau, das wir deutlich unter dem Niveau, das wir vor der Lehman-Krise gesehen haben, dann könnten Aktien 47% steigen. Jetzt sagt hier ein Kommentator, ja, okay, das ist ein bisschen krank. Die Aussicht für die Wirtschaft ist so schlecht, dass die Notenbanken eben Geld drucken müssen. Und dementsprechend sind die Notenbanken gezwungen, QE praktisch ohne Ende zu betreiben. Und das wiederum bedeutet, kaufe Aktien. Das ist eigentlich eine kranke Logik. Je schlechter die Lage, umso mehr Unterstützung durch die Notenbanken, umso mehr muss man Aktien kaufen, weil die Vermögenspreise durch diese Liquidität der Notenbanken steigen. Das ist eigentlich ein Paradox, aber es funktioniert. Hier sehen wir, wie es funktioniert. Hier sehen wir die Bilanzsumme der vier großen Notenbanken und den MSCI World Index, der allerdings sehr stark von US-Werten, vor allem aus dem Tech-Bereich, dominiert ist. Aber wir sehen, dass diese Liquidität ein großer Treiber ist. Und es könnte eben sein, dass wir nach diesem Anstieg der Liquidität vielleicht noch ganz andere Exzesse sehen, vielleicht im Jahr 2021 sogar, dass wir da neue Hochs nochmal sehen, eben weil diese Liquidität so immens ist in den Märkten, dass also die Abkoppelung zwischen Realwirtschaft und Finanzmärkten noch größer wird, schlichtweg, weil eben die Flut alle Boote hebt. Wir sehen allerdings auch, dass zwar die Geldmenge M2 massiv steigt, aber die Geldumlaufgeschwindigkeit hier, diese gelbe Grafik, die sinkt weiter. Daher haben wir noch keine Inflation. Aber das Ganze geht auf Kosten der Verschuldung. Hier sehen wir das Defizit, die Verschuldung der USA, respektive das Defizit, das aktuelle Defizit, das jetzt in etwa so groß ist wie auf dem Hochpunkt der Finanzkrise in den USA. Und da wird ja wahrscheinlich noch einiges kommen an neuen Schulden. Wir sehen, dass der Crash der Aktienmärkte schon im ersten Quartal eben das Vermögen der Amerikaner um 5,6% geschmälert hat. So stark wie seit den 1940er Jahren nicht mehr und mehr als während der Finanzkrise. Dann sieht man, wie stark eben die Amerikaner abhängig sind von ihren Aktienmärkten auch.
Dementsprechend versucht die Fed wiederum alles zu tun, diese Aktienmärkte zu stützen. Dementsprechend steigen die Aktienmärkte etc. Es ist praktisch eine never-ending story. Wir sehen, dass die Amerikaner sehr, sehr gespalten sind. Wir hatten heute ja die Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Wir sehen hier die Demokraten 57,1, die Unabhängigen, die also sagen, ich weiß nicht, wen ich wähle, 77,9 und die Republikaner sind super zufrieden mit 101,5. Diese Divergenz ist noch größer geworden, fast jetzt durch die Corona-Krise, also eine zweigespaltene Nation. Und wir haben heute Daten aus UK gehabt, aus Großbritannien, mit einem massiven Rückgang des BIPs. Hier sehen Sie es da eingezeichnet. Damit sind praktisch 2 Jahrzehnte an Wirtschaftswachstum auf einen Schlag in einem Quartal mehr oder weniger ausradiert worden. Das ist extrem. Und wir hatten die Industrieproduktion heute aus der Eurozone mit einem massiven Einbruch, denn etwa so war wie erwartet, so drastisch, so katastrophal wie erwartet, ein Ticken besser, ein Ticken weniger schlimm. Aber es reicht ja auch. Schauen wir uns abschließend, bevor ich Sie ins verdiente Wochenende entlasse, noch ein paar Charts an und wir sehen, wir haben ein Auf und Ab. Wir sind zunächst mal hier gestiegen. Das ist der S&P auf 30-Minuten-Basis. Hier gestern dieser Sell-Off konstant nach unten. Dann die Erholung, dann dieser Abverkauf mit Florida, dann wieder die Erholung, jetzt geht es wieder ein bisschen nach unten, also diese Nervosität, die bleibt. Schauen wir uns den Dow Jones an, in den Charts von Capital.com, 25.450 Punkte, der Nasdaq, der ist heute relativ schwach, das ist eine Outperformance, die letzten Tage und Wochen der Fall war, nicht wirklich so verteidigen können. Was, das ist auf Stundenbasis hier, was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Knapp unter der 12.000er Marke. Auch hier auf 4-Stunden-Basis sehen wir nach wie vor ziemlich angeschlagenes Chartbild. Spricht nicht dafür, dass wir jetzt gleich die nächste Welle hurra nach oben sehen werden. Was macht Gold? Das hält sich bei 1.731. Der Euro handelt tiefer, 1.1246. Hier oben so eine Topbildung eben im 1.14er Bereich und das amerikanische Crude Oil wenig verändert, $36.41. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und vielleicht werde ich schon am Montag, muss ich gucken, wieder original vor die Kamera treten. Quasimodo macht einige Fortschritte. Jetzt ein schönes Wochenende. Ich sage Servus und Ciao. Wir sehen uns am Montag oder hören uns zumindest am Montag. Mal schauen. Bis dann. Ciao.